make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used to. Oh, it's a tragic story, but it happens all the time. In every category, over a lifetime, don't you know that everything falls apart? Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe total kaputt aus. Ich muss gleich duschen. Audrey und Lina sind zum Fußball. Das erste Mal. Ich bin mal gespannt, wie sie das mitmacht. Ja, ich habe jetzt die Gelegenheit aufzuräumen. Ich wollte später Pische machen. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Ich kann euch das mal kurz zeigen, was das ist. Also zu essen. Und zwar sieht das so aus. Das ist halt so selbstgemachtes kleines Brot, das brät man dann in Fett an. Das isst man dann mit Joghurt und Tomaten und Gurken. Ja, ich habe die Wäsche schon aufgehangen. Die Küche habe ich auch soweit aufgeräumt. Wir haben noch Suppe von gestern. Ich hatte gestern eine Kichererbsensuppe gemacht. Ich habe vor lange nicht gevloggt, habe ich das Gefühl. Naja, Redebedarf habe ich jetzt auch nicht, weil alles gleich ist, wie vorher auch. Nur, dass in den letzten Tagen nicht so viele Vlogs kamen. Und sonst, ja, es sind einige neue Zuschauer dazu gekommen.
Erstmal herzlich willkommen. Ja, ich sehe wirklich kaputt aus, aber so ist das, ne? So ist das Mama-Alltag. Man sieht nicht immer top gestylt aus als Mutter. So, ich mache jetzt das Pischchen. Ich habe hier jetzt eine Packung frischen Hefe reingetan und ein Glas, diesen Glas habe ich genommen und ein Glas Wasser, warmes Wasser. Ich lasse das jetzt so ein paar Minuten stehen und dann kommt auch nur noch Salz und Mehl rein. Das war es auch. Aber ich nehme euch ja mit. I'm biding my time, I hope that it ain't so. Facing the truth, the eye of the needle. And even if we're not solving this riddle, there's no taking back all the deeds that we've done. There's a lot that we did wrong. Looking back on all of the shit we've done, I cannot believe that it's been so long that we're in the eye of the needle. When you don't like or love me, I breathe it all out and I breathe in. When there is no way back in, and we are the eye of the needle. And I breathe in. We are the eye of the needle. I'm biding my time, I know the way this goes. I try to stand tall with nothing to lean on. All quiet and still, an echo that goes on. And I'm not taking back all the deeds that I've done. There's a lot that we did wrong. Looking back on all of the shit we've done, I cannot believe that it's been so long that we're in the eye of the needle. When you don't like or love me, I breathe it all out, then I breathe in. When there is no way back in, and we are the eye of the needle. I breathe it all out, then I breathe in. So, ihr Lieben, ich habe jetzt gerade unser neuen Schuhregal aufgebaut. Lina hat auch ihre Schuhe hier oben draufgestellt. Genau, ich finde das voll praktisch. Jetzt sieht es wenigstens ordentlich aus hier und nicht mehr alle Stühle aufeinander geschmissen. Was hast du denn da an? Ja, ihr könnt auch so ein Regal gewinnen. Und dafür müsst ihr einfach nur schreiben, dass ihr gewinnen wollt. Das reicht. Hallo. So, ihr Lieben, ich habe euch ja gerade den Schuhregal gezeigt. Wir haben den jetzt in den Flur gestellt und die Wickeltasche von Nina draufgestellt und unsere ganzen Schuhe. Ihr dürft auch eins gewinnen, habe ich euch ja gerade gesagt. Und ist super leicht aufzubauen. Nina hat mir geholfen. Und ich will mich bei Songmix ganz, ganz herzlich bedanken für den Schuhregal. Auch, dass ich eins verlosen darf an die Zuschauer. Sie haben so viele Sachen. Ich habe mich umgeschaut. Ich zeige euch das mal. Ihr müsst einfach auf Amazon Song Mix schreiben und dann kommt ihr direkt auf die Seite von denen. So, die haben Haushalt, Kosmetik, Schmuck, Büromöbel, Küche, Bad, Haustier, Garten und Outdoor, Sport und andere Sachen. Ich zeige euch das mal grob. Warte, Nina. So, zum Beispiel so eine Puppe, was ich voll schön finde, fürs Schlafzimmer, wo man auch die Klamotten fürs nächste Tag aufhängen kann. Also die haben wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Und ihr könnt mal vorbeischauen. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Link unten in der Infobox. Und bedanke mich nochmal für den Schuhregal. Der ist auch ganz robust. Also der ist zwar aus Plastik, aber der ist robust. Also der ist nicht so unstabil. Kennt ihr das, wenn ihr den für 10, 15 Euro kauft, dann ist der voll unstabil und knickt direkt ein oder so. Der ist gar nicht so. Und der ist total hoch. Das finde ich gut. Da kann man auch High Heels und so aufstapeln. Ja, Lina ist ein bisschen krank, wie man hört. Nein, nein.
Hast du Halsschmerzen? Übrigens machen wir hier mit Tina Wasserfarben und essen dabei Obst. Ich habe hier Orangen und Wassermelone geschnitten. Ja, du zeigst aber gerade dich selbst mal. So, ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Man sieht mich gar nicht. Wir fahren jetzt in die Stadt mit meiner Mutter. Die Sachen sind schon bereit. Und Lina ist ein bisschen krank. Was heißt ein bisschen sehr. Sie hat heute Nacht kaum geschlafen. Hat sich übergeben, hat Schleim gekotzt. Also sie hat einen sehr stark verschleimten Hals. Und dieser Schleim ist total hartnäckig. Also richtig schlimm. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Stadt. Ein bisschen frische Luft. Und ich habe mir jetzt selber ausgemacht, dass Lina jeden Tag, wirklich jeden Tag rausgeht, egal ob es schneit oder kalt ist. Das ist egal, auch wenn es nur für 10 Minuten sind, soll sie jeden Tag ein bisschen raus, frische Luft. Weil ich muss ehrlich zugeben, an manchen Tagen habe ich keine Lust. Klar jetzt, ne? Wenn es mir richtig schlecht geht, dann nicht. Aber solange es mir gut geht, will ich Lina auch rausbringen. Ja, wir haben uns jetzt auf jeden Fall fertig gemacht. Da ist Linas Wickeltasche und die bestellten Sachen von H&M für meine Mama. Sag mal hallo, Lina. Ja, Lina will schon los. Ja, okay, wir gehen jetzt. Ceketin nerede? Ceketini getir. Afirin. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Ja, ich, Mama hat uns abgeholt. Lina schläft. Und ja, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf Mama, die holt kurz Hakan von oben ab und bringt für Lina eine Decke, falls sie draußen weiter schlafen sollte, was ich aber nicht glaube, weil sie wird sie wahrscheinlich aufwachen, wenn wir in der Stadt sind. Wir fahren jetzt mit dem Auto auch in die Stadt. Ach, Hakan ist jetzt erst gekommen. So, ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Ich wollte euch kurz zeigen, was ich gekauft habe, aber das ist gerade im Zimmer und meine Mutter ist auch am Telefon und ich will sie jetzt nicht stören. Ich habe auf jeden Fall für Lina ein Spiel gekauft, für alle ein Kartenspiel, Wasserfarbe, für Lina und geh mal weg da raus. Kart, oh John, Kart. Weg da, Bruder. So. Bin da. Ach, hier, die Stühle. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall malen ein bisschen. Halt, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Durchsuchst du ja keine Kette? Evet. Bist du nein, nicht so. So. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Boah, ich sehe voll kaputt aus. Egal. Wir waren auf jeden Fall gerade bei Real einkaufen. Wir haben eigentlich nur das Nötigste geholt. Ich habe auf jeden Fall Ariel gebraucht und das war im Angebot für 18,99. So 130 Wäschen. Jetzt zeige ich euch mal noch, was wir gekauft haben. Ich habe zweimal Gouda gekauft, Gouda Jung. Ehrlich gesagt wollte ich Kartoffelauflauf machen. Ja, mache ich auch. Dann hat Lina Clementine angebracht. Guck mal, Lina weiß, was du damit machst. So. So, dann haben wir Zitronen. Geflügelfleischwurst. Ich sehe auch so kaputt aus, weil ich ein bisschen erkältet bin. Das sieht man an meinen Augen, die sind so also die tränen die ganze Zeit. Dann einmal Sonnenblumenöl. Eine kleine Maschke. So, dann haben wir zweimal Champignons mitgenommen.
für die Pizza brauche ich das immer. Und dann habe ich mitgenommen einmal Brokkoli-Gratin, also zweimal, von Fix und einmal Tomatenkäse-Macaroni. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, ich wollte euch heute mitnehmen, weil ich wollte heute ein bisschen Haushalt machen. Wir haben schon ein bisschen später, also es wird langsam dunkel draußen. Ich wollte das Badezimmer sauber machen, den Flur. Ich will jetzt nicht alles auf einmal machen, damit ich auch alles tipptopp mache. Und ich muss bügeln. Also ich habe heute viel zu tun. Aber ich werde die Kamera mitnehmen und hoffe, ihr habt viel Spaß. Nicht in deinen Mund, bah! Ja. Nicht in deinen Mund annehmen. Ja, Lina ist krank gewesen, ist immer noch krank. Also sie hustet jetzt so einen hartnäckigen Schleim im Hals. Der ist ein bisschen besser geworden. Willst du Mais essen? Aber das sind die Bäume noch so blind. Ich gebe dir mal einen Löffel. Aber Kram, auf jeden Fall so. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt mit Lina bewaffnet. Lina ist gerade gestolpert. Wir benutzen für das Badezimmer von Sibylline dieses Streifenfall. Tja, alles gut. Und einmal von Real den Badreiniger mit Zitronenduft. Ja, und wir nehmen euch jetzt einfach mit. Lina hilft mir, ne? Lina kriegt übrigens immer so eine Serviette. Dann besprühe ich, keine Ahnung, hier in den Waschbecken oder so. Und dann wischt sie ganz einfach. Dafür benutze ich aber hier, ne? Sowas. Und nicht irgendwas mit, irgendwas Starkes. Nein, Mädchen? Ja, und ihr habt das. Und mein Lille geht's sich? Geht's dir um mein Lille? Probier ja, pardon, tamam. Ja, wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Ich habe schon meine Handschuhe an. Ohne Handschuhe mache ich nichts im Bad. Auch in der Küche nicht, das wisst ihr ja. Also ich benutze immer Handschuhe, egal ob beim Kochen oder beim Putzen. Ah. Sammy ab, Jambray. Ach, für uns Sammy. So. I'm still tired when I wake up. Like my dream's still near. Snooze by the my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours Why is everything so damn hard? Gray skies and rain clouds I postpone everything Worrying about stupid things When is it my turn to start living?
stand straight. I will never let them in. I will find my clarity. So ihr Lieben, ich habe gerade gekocht. Ich habe also kurz eine Pause eingelegt. Ich muss nur noch die Toilette sauber machen und das Bad, also das Gröbste eigentlich. Und dann muss ich noch den Boden wischen. Und dann bin ich eigentlich auch durch. Im Badezimmer staubsauge ich eigentlich ganz selten. Da benutze ich eher den Wischmopp. Das ist dann tausendmal besser. Ich habe übrigens einen Kartoffelauflauf gemacht. Aber ich habe noch sehr viele Gewürze reingetan. Lina hat einen ganzen Teller gegessen. Ich auch. Und sieht zwar wenig aus, aber wir haben gegessen. Und ja, gleich muss ich die Küche aufräumen. Lina muss baden, weil sie hatte Durchfall. Sie muss sowieso baden, aber jetzt soll sie nochmal deswegen nochmal baden. Ansonsten mache ich das Bad, die Badewanne morgen sauber. Die Wäsche muss ich noch aufhängen und zum Schluss muss ich noch bügeln. Bis dahin lade ich jetzt mein Handy auf, während ich hier jetzt das Badezimmer aufräume, sauber mache. Ich mache das so, ich mache die Badewanne jetzt voll für Lina. Dann soll sie da drin ein bisschen spielen. Währenddessen mache ich dann schnell Mop und die Toilette sauber. Ja, und danach kann ich eigentlich auch bügeln und die Küche aufräumen. Und ich wollte eigentlich noch den Flur sauber machen. Mal schauen, ob ich alles schaffe. Aber ihr seht das ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall die Kamera an meinen Akku schließen, weil ich habe keinen Akku mehr. Also bis gleich. So, Lina hat jetzt geduscht und ist Lina gewachsen, seitdem ihr sie nicht mehr gesehen habt. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier mein Bügeleisen aufgemacht, aufgeschraubt. Da kommt jetzt Wasser rein. Und dann muss ich auch bügeln. Und nach dem Bügeln muss ich Wäsche aufhängen. Willst du Wasser trinken? Okay, warte. Düt, düt. Lina macht düt, düt. Düt, düt. Düt, düt. Kitchen sink just to be kind. You'll be sleeping on the hallway couch leaves for some time. You made up your mind and I'm torn apart. Still hope you would try to fix what is gone. So ihr Lieben, ich bin jetzt fertig mit dem Bügeln und Lina schläft jetzt. Sie ist einmal kurz aufgewacht, weil sie keine Luft aus der Nase bekommen hat. Ich habe ihr jetzt Nasentropfen gegeben. Jetzt schläft sie ganz friedlich. Und ich habe heute einen 500 Euro Reisegutschein gewonnen. Voll komisch. Also
Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich weiß, dass ich vor 2-3 Monaten bei Konsumgöttinnen mitgemacht habe, bei dem Gewinn. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich erster Platz, hallo, von über 2000 Plätzen. Ich verlinke euch die Seite unten, da könnt ihr kostenlos Produkte testen und Shops testen und jedes Jahr irgendwas gewinnen. Ich glaube halbjährlich. Und ich finde das voll krass. Also wir wollten ja nach Holland oder so fahren für eine Woche. Ja, und jetzt haben wir 500 Euro gespart sozusagen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und verlinke euch die Seite unten. Ich mache mir jetzt meine Shisha und denke mal, morgen geht der Vlog dann weiter. Ich sehe auch voll K.O. aus, also am Arsch. Aber egal, ich habe heute das größtenteils alles gemacht. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Von wem? Ja, Simon. Also. Und ja, ich würde sagen, wir werden also jetzt gleich. Like my dreams still near. Snooze bottom, my best friend now.